I'm starving. A city of this size must have some manner of eatery nearby. Ja, gut. Ich wollte zwar gerade ansagen, aber die beiden sind mir zuvor gekommen. Naja, damit dann halt hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Nier Gestalt. Ja, er hat gerade was von Hunger gesagt. Ins Lokal. Naja. Ich würde zwar gerade einfach nur an Jona denken, aber okay. Schauen wir halt mal kurz im Lokal vorbei. Wenn ich spinne, war das hier unten. Glaube ich. Oh, da ist sogar eine Quest. Red mit mir. Hey. Ihr seht reichlich niedergeschlagen aus. Überlegt das Problem. Nun, wir servieren ein sehr beliebtes Gericht, aber ich habe Schwierigkeiten, die Zutaten zu finden. Wenn ich bald welche finden, ist mein Geschäft am Ende. Was ist das für ein Gericht? Es ist ein duftender Kräuterpasta mit vom Salz überzogenen Sardinen. Sardinen. Dafür benötige ich 10 medizinische Kräuter, 10 Säcke Weizen und 10 Sardinen. Wenn ihr all dies finden könnt, werde ich euch berührend entlohnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh ja, darauf komme ich zurück. Ciao, mein Schöner. Ich bin doof. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Ja, keine Ahnung. Ich bin doof, ich bin doof. Könnte man dieser Ding kaufen? Ich habe keine Ahnung mehr. Nein. Was hast du? Habe ich genug? Nee, wohl 10. War egal, gehe ich auch so, ne? Oh, Karten. Karten finde ich gut. Karten, immer gut. Karten. Karten machen Zeit und Weg. Karten mir damit alles vereinfachen. Karten gut. Gut, Karten. Hello. Ja, toll. Er kocht jeden Fisch, aber er verkauft keinen. Ja. Melonen. Die brauchen wir auch irgendwann mal. Was wollte er jetzt alles? Sardinen. Die Kräuter. Und noch irgendwas. Weizen, genau. Weizen. Wie viel? Wollte er nicht auch irgendwie 10 Stück? Die wir hier sowieso nicht haben. Ah. Nein, ich will nicht. Menno. Gut. Dann werden wir halt erstmal zurückgehen. Ja, danke. Das weiß ich schon. Das haben wir schon hinter uns. Zum Glück. So. Hier mein Pferd, Schwein. Beides. Da war was. Da vorne war zwar auch was, aber ich habe jetzt keinen Bock, wegen ihren kleinen Arten zu halten. Bären. Naja. War jetzt auch nicht ganz so lohnenswert. Ist da hinten noch was? Apropos, wir brauchen noch Hirschfleisch. Hirschfleisch. Ich kann nicht mehr reden heute. Ja. Lauf halt gegen die blöde Wand. Wieso lebst du noch? Mann. Das ist wohl auch das einzige Spiel, wo ich freiwillig Tiere töte. Das ist... Weiß auch nicht. Muss ich gerade feststellen. Weiß auch nicht. Davor habe ich nicht so drauf geachtet. Normalerweise drehe ich mal durch, wenn irgendwo Tiere getötet werden. Egal, ob wir ihn spielen oder nicht spielen. Oh mein Gott, das will mich umbringen. So. Aber es geht dabei um Jona. Sie braucht das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das später braucht.
hundertprozentig bejahen kann ich das jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es war vom Hirsch. Silbererz, juhu! Yay! Juhu, yay, juhu, 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 hahihihi. Feder aufgetreten. Mhm. Na und? Soll ich deswegen jetzt rein? Ich bin nicht mehr mit Blasted Network angeschlossen. Oh no, es weiß niemand mehr, was ich tue, obwohl ich ja sowieso niemand geaddet habe. Da ich, keine Ahnung, ich bin ab und zu drin und wenn, dann um mir vielleicht was zu kaufen, aber ist auch nicht. Früher würde ich gerne darüber mit Soul Calibur und Blazblue, nee, Marvel vs. Capcom. Früher, so lange ist das Spiel jetzt gar nicht her, habe ich es ganz gerne online gegen andere gespielt, aber ja, mittlerweile weiß auch nicht. Aber falls irgendjemand doch mal Interesse hat, mich zu adden, kann man ja mir gerne schreiben. Ich sage nicht nein. So wie ich eigentlich fast nie nein sage, wenn jemand gerne mit mir reden möchte. Auch in Warcraft kann man mich gerne adden, falls man auf demselben Server ist oder Battle.net oder was weiß ich. Solange mich nicht jeden Tag so quatscht. Das mag ich nicht. Nein, leider nicht. Wenn es dir gut gehen, würde ich hier nicht so wie ein Versessener rumlaufen und nach Kräutern suchen. Da war was, da war was. Okay, brauchen wir noch eins und dann müssen wir noch Weizen kaufen und dann dieser Dien, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich die angeln musste oder ob ich die kaufen konnte. Wo ich dann mal gleich gucken. Aber so erst gehen wir zu Popola. Wir müssen dringend die Medizin abgeben, so die Fische. Ja, jetzt reicht's aber auch. Ich habe genug. Dankeschön. Popola, warum redest du nicht mit mir? Darf ich raus, ich soll das gleich zu Yuna bringen. Kommt davon, wenn man halt nicht auf die Karte guckt. Der Junge, der immer draußen herumläuft, hat mir heute eine wunderschöne Blume gegeben. Ich frage mich, ob Popola wohl weiß, wie sie heißt. Bestimmt. Die weiß doch eh alles. Das ist das wandelnde Lexikon von unserer Welt. Ja, danke. Es könnten auch langsam mal was anderes kommen. Menno. Gemeinheit. Ach ja. Ich mache aktuell zu viele Ach ja Geräusche. Magietropfen, sehr schön. Bisschen Gold vielleicht. Yay! Ich frage mich, wo das Gold eigentlich immer herkommt. Papa, alles tut weh. Ich weiß. Ich will eine Medizin für dich herstellen. Sie wird nicht besonders gut schmecken, aber du musst sie trotzdem einnehmen. Okay, ich werde sie schlucken. Das hört sich pervers an, gutes Mädchen. Wer auch immer diese Übersetzung gemacht hat. Wenn überhaupt, ich werde sie nehmen. Hey, Papa! Wie fühlst du dich? Großartig! Die Schmerzen sind komplett verschwunden. Das ist fantastisch, Yuna. Das ist wirklich fantastisch. Ich muss mit Popola reden. Bleib hier und ruhig ein wenig aus, okay? Alles klar. Oh, you're back. Hey, Papa. Ich möchte einen Eintopf machen. Haben wir Hirschfleisch oder Weizen? Ein Hirschweizen-Eintopf? Das klingt toll, Yuna. Sei auf der Hut, morgen. Das klingt hart. Okay, Yuna. Ich werde sehen, ob ich deine Zutaten finden kann. Wirklich?
Oh, danke, Papa. Ich glaube, du wirst ihn mögen. Ja. Hirschfleisch mit Weizen. Lecker. Miam, miam, miam. Food for a home-cooked meal, hm? You got something to say? Oh, no. No, no, no. Nothing at all. Let him. Look, I know Yona's not a four-star chef or anything, but she puts her heart into it, and I love her for it. Only a real jerk wouldn't appreciate the effort. What kind of father do you think I am? Did you hear me imply anything of the sort? I guess not. Just, well, good luck. Yeah. Oh, der ist so fies. Das ist immerhin seine Tochter. Das würde ich auch machen. Solange sie glücklich ist und sie ist auch noch so schwer krank, erst recht, dann tut man doch alles. Was nicht der Lebensmittel werden? Na, war's doch er. Hey. Ach, er war Apotheker. Können wir eigentlich auch alles mitnehmen? Gut. Ich war ja Lebensmittelladen. Aha. Lebensmittel. Du warst Obst oder so. Well. Lebensmittel? Du? How are things? Ah, Ladenbesitzer. Na, no, das gibt's doch nicht. The Black Sprawl's here too? Hey there! Hm, ich wundere mich jetzt gerade nicht voll, das ist aktuell nicht so interessant. Hello. Da ist sie ja. Weizen! Juhu! Okay, einmal 10. Wie viel wollt Yona haben? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich würde sagen, wir geben erst die Quest bei Yona ab und dann gucken wir, wie viel Weizen wir noch übrig haben. Falls sie überhaupt schon genug, genug, ihr wisst schon was. Mission. Ach, Meeresfrauen, Knolle. Habe ich ganz vergessen, aber muss ich ja eh nochmal hin. Gut. Dann muss ich da ja nur noch hin. Stand jetzt zwar nicht, wie viel ich davon brauche, aber ich habe wohl genug. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ja. So, dann kommt unsere schwerste Mission. Ich habe deine Zutaten, Yona. Danke, Papa. Ein Moment, ich will direkt mit dem Kochen anfangen. Yona, warte. Erinnere sie daran, es nicht anbrennen zu lassen. Erinnere sie daran, das Fleisch in kleinen Stücken zu schneiden. Also, nicht anbrennen zu lassen ist zwar ganz gut. Das würde ich ja auch das Erste sagen. Ich weiß ja schon, was dabei rauskommt. Also im Endeffekt ist beides so lala. Ich habe meistens nicht anbrennen genommen. Ich nehme jetzt diesmal deswegen das andere Mal. Okay, Papa. Dieser Eintopf riecht, als hätte ich auf ein Lagerfeuer gepinkelt. Ist das überhaupt Fleisch drin? Oh, ist da überhaupt Fleisch drin? Was sind diese großen schwarzen Klumpen? Papa, hast du keinen Hunger? Doch, doch, Yona. Oh, wow, es riecht köstlich. Oh Gott, das riecht wie der Tod. Ich fürchte, ich muss mich übergeben. I promise I'll be safe, Dad. I'll wait right here and not get into any trouble. I'll even drink that medicine Popola made, even though it's really gross. Just come back for me, okay? Braves Mädchen. Ach ja. Yona ist wirklich die tollste tochterartige Figur, die ich kenne.